Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter FIFA 16 mit dem FC Bayern und jetzt spielen wir DFB-Pokal Leute gegen die, wie wir mit den Gladbacher jetzt umgehen, das bin ich jetzt richtig gespannt. So, machen wir noch ein bisschen, schießen wir uns noch ein bisschen ein, wie immer. Dass wir uns ein bisschen eingeschossen haben. Ah, das ist echt schwer. Ich finde, das ist eine der... Also, die sind echt gut, der Somaler. Der ist ein echt guter Spieler, finde ich. Warte, wir kriegen heute kein Tor. Nein. Macht nichts, Leute. Aber jetzt spielen wir das Wichtige. Das wichtige Spiel ist jetzt... Und jetzt hier in der Allianz Arena beim FC Bayern München. Hier in der nächsten deutschen Pokalspiel. Oh, die Fans sind auch wieder voll. Es geht hier los, Leute. Und hier, es wird spannend. Alter, Lewandowski hat in den letzten drei Spielen 7 Tore gemacht. Alter Schwede. Das ist echt nicht heftig. Das ist echt extrem gut. Und somit haben wir richtig den Druck auf Dortmund gemacht, sozusagen. Dortmund hat richtig Druck jetzt. Aber heute spielen wir ohne Druck, Leute. Heute müssen wir unser eigenes Spiel machen. Es geht nicht um die deutsche Meisterschaft, Leute. Es geht nur um die Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals, wo wir den DFB-Pokal... Wir wollen das Triple, Leute. Wir wollen versuchen, Triple zu kriegen. Das wäre unser Traum, Leute. Ein Triple zu kriegen wäre extrem gut, Leute. So ein schönes Triple zu schaffen. Und aber es wird schwer, Leute. Es wird richtig schwer. Au. Oh, hat sich einer verletzt. Oh, ne. Das tat weh, Leute. Das war vielleicht ein sehr schmerzhaft. Und er muss ausgewechselt werden. Schon erst fünf Minuten gespielt, Leute. Und dann schon der erste Verletzte. Oha, meine Dick. Die Gladbacher haben es extrem schlimm, Leute. Die Gladbacher, die haben das Problem heute. So, Leute, jetzt geht's weiter. Wir holen uns diesen Sieg, Leute. Oh, warten wir noch ein bisschen. Oh, schade. Alter, war ein schönes Torchance, eine gute Torchance für den FC Bayern. So, jetzt wieder ruhig aufbauen, Leute. Ruhig aufbauen, das ist jetzt erstmal wichtig. Aber Mario Götze macht sein erstes Tor in diesem Spiel, Leute. Oh Mann, das ist echt schönes Tor, Leute. Und die Gladbacher, schade für Gladbach, Leute. So früh erst Raphael verloren und jetzt noch ein Tor kassieren. Oha, was wird das für ein Schadenspiel, Leute. Arme, richtig arm dran sind die Gladbacher heute. Die Gladbacher sind echt arm dran. So, Leute, was kann Bayern noch weiter? Macht Bayern noch das dritte Tor? Das wäre natürlich der Traum, Leute. Das dritte Tor. Sozusagen das zweite Tor und dann das dritte Tor und dann wäre hier das Spiel entschieden wahrscheinlich, Leute. Somit ist Gladbach noch eine gute Chance, aber Bayern will noch 2 Tore schießen. Dann ist hier das Spiel entschieden wahrscheinlich, Leute. Müller war nicht so gut. Müller war nicht gut. Ruhig, Bayern ruhig spielen, Leute. Einfach ruhig spielen, das ist jetzt wichtig. Aber Manu Neuer, unser Torwart, alle Top-Torwart, alle und jetzt Götze, alle. Ich frage mich echt, Götze, warum er. Oh, man kriegt Lewandowski. Alter, oh Mann, was ist. Und er macht sein nächstes Tor, Lewandowski. Er will dies ja. Alter, was ist mit Lewandowski, Holo? Er ist. Der ultimative Superfighter. Der absolute Fighter. Man merkt extrem, wie gut er spielt heute. Das sieht man extrem. Und macht sein nächster. Und Bayern dominiert hier die Gladbacher. Gladbach hat nichts zu sagen, Leute.
Nein, der ist ja Raphael. Der ist einer der besten Spieler von den Gladbacher. Vor 5 Minuten, so 5 Minuten nur gespielt und dann verletzt. Und das ist halt das große Problem für die Gladbacher. Das ist das große Problem der Gladbacher, Leute. Und Lewandowski geht wieder durch Ohren. Ah, leider zu steil für Thomas Müller und es müllert leider heute noch nicht. Hoffentlich hat Müller wieder ein paar Torchancen heute, Leute. Weil ich hoffe echt, dass Müller wieder besser wird, Leute, und der richtig abräumt. Ah, schade, macht nichts, Leute, aber Alter, mal gucken, wie der BVB den DFB-Pokal so abschließt. Das, wenn ich bin ich auch mal gespannt. Das Traumfinale wäre ja Bayern gegen Dortmund, Leute. Das Bayern gegen Dortmund wäre das Traumfinale. Aber ob's jemals kommt, das weiß man nicht, Leute. So, Leute, jetzt spielen wir wieder ruhig weiter. Immer schön. Oh, Thomas Müller in die Mitte. Ah, flankt diesmal. Aber Lewandowski kommt zu spät, leider. So, oh, 20, über die 20. Minute. Und hier Bayern führt dominiert. Ah, was ist mit Gladbach los, Leute? Was ist mit Gladbach heute los? Man merkt extrem. Müller kommt da durch. Was gibt es? Elfmeter oder Freistoß? Es ist, nur Eckball, Leute, das macht nichts. Eckball ist eine schöne Chance. So, die Beine machen erstmal wieder von ruhig hinten. Götze auf. Kimmich, Abseits. Ah, schade für den FCB. Kimmich stand in Abseits. Aber macht nichts, Leute. Der FCB liegt hier schon 2-0 vor Gladbach. Die Bayern brauchen jetzt nämlich ultimativ mehr stark. Sie wissen, sie haben das Spiel unter Kontrolle. Leute, das war bald gespielt von. Das war bald gespielt. Nicht rummeckern. Oh Gott. Ja, ist ja in Ordnung, schwierig. Ich hab doch den Ball berührt, Alter. Muss da wieder rumpinseln, meine. Immer die Leute, die hier rumpinseln müssen, alter Schwede. So, Leute, jetzt geht's weiter. Wir bauen hier weiter die Team auf. Immer nach vorne. So, Leute, was kann Gladbach jetzt schaffen? Kann Gladbach hier eine Vorentscheidung, dass das Spiel doch noch spannender wird, aber Manuel Neuer blockt den Ball und aber greift wieder. Oh nein. Oh ne, hoffentlich hat er sich nicht verletzt, Leute. Oh, sieht nicht gut aus. Oh, er kann noch laufen. Ah, gut. Nein. Wir warten noch mal kurz ab, vielleicht kann er doch noch spielen, weil es wäre jetzt richtig bitter für den FCB. Wir warten noch ein paar Minuten. Wir schauen mal, ob er verletzt ist. Oh, er ist schon. Naja. Oh nein, er ist echt verletzt, Leute, nicht gut. Das heißt, wir müssen ihn auswechseln, Leute. Wir werden dieses Spiel in die Halbzeit durchspielen und dann in der zweiten Halbzeit sozusagen unser Kopf. Was, der will wieder neu? Der will doch weiter spielen. Guck so, Leute. Alter, der spielt weiter, Leute. Mal gucken, ob er gut ist, Leute. Ich bin gespannt, ob er. Oh Mann, der Typ ist abartig, Dallas.
Der Dallas ist nicht normal, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn behalte. Vielleicht wechsel meinen aus, Leute. Ist vielleicht besser, wenn man noch auswechseln, dann später vielleicht. Bin ich noch nicht sicher, Leute, aber. Ja, aber sieht so aus, dass er verletzt ist, Leute. Das heißt, in der zweiten Halbzeit werden wir ihn wechseln. Es sieht so aus, dass er verletzt ist, Leute. Aber wir wollen es nochmal versuchen, ein bisschen. 3 Minuten. Hoffen wir mal, dass er vielleicht nur so eine leichte Verletzung hat, dass er nicht lang ausfällt. Das hoffe ich so sehr, weil dann wird es mir wichtig. Dann wird man wahrscheinlich Sané reinnehmen, denke ich, Leute. Danach nehmen wir Sané rein, glaube ich. Wird man wahrscheinlich Sané ins Team bringen. Das ist am besten mit dem Sané. Und dann schauen wir einfach mal, was mit dem Dallas abgeht, Leute. Schalke, Mainz führt gegen Hamburg. Nicht schlecht. Aber ich denke, Leute, wir werden Costa jetzt rausnehmen. Aber ich würde sagen, wir nehmen Sané dafür, oder Leute? Es ist halt kein linker Spieler, aber dafür ist der Sané schnell auf der Seite, Leute. Und das ist wichtig. So einen guten Spieler, hoffentlich verletzt er sich, bleibt er lang. Bleibt er nicht lange verletzt. Vielleicht kann er ja im nächsten Spiel wieder spielen, Leute. Das weiß man halt. Aber dafür muss man jetzt auswechseln, Leute, sicher. Man weiß ja nie, was abgeht. Oh. Oh, Lewandowski ist einer, der auch den Ball fordert. Oh, Götze meinen. Was hätte Götze hier ein Tor schießen können? Nicht schlecht für FCB. Götze weiß natürlich. Hier geht es wirklich um alles. Und Bayern weiß natürlich. Ah, Sommer hat schon viele Parade, aber er konnte zwei Paraden nicht machen. Das war das Problem. Zwei Parade, die wichtigsten Tore konnte er nicht verhindern. Alle, jeder sagt, Sané ist ein Fehlkauf, Leute. Aber ich denke nicht, dass Sané ein Fehlkauf ist. Wir haben halt das Problem, Leute. Wir haben halt saugute Verteidiger. Die auch in linke Außen spielen können, alles. Die auch dann super aller Verteidiger, zum Beispiel Kimmich ist auf der Seite oder Ribéry. Okay, Ribéry ist nicht mehr so, der bleibt nicht mehr ewig in unserem Team, würde ich sagen. Weil er bald wahrscheinlich Karriereende macht, vielleicht. Und das heißt, sein Karriereende ist schon. Ja, das ist halt das Problem. Sané ist sozusagen einer für die Zukunft, Leute, finde ich. Oder Alaba könnte auch die Poste. So, Sané macht in die Mitte. Ah, schade. Sané kam nicht durch. Sané kam einfach nicht durch. Leider kam er nicht durch. Macht nicht. Aber hier, die FCB macht jetzt einfach weiter Druck. Immer schön Druck machen. Aber die Fans sind aber heute ein bisschen ruhig heute. Das muss man echt. Extrem ruhig sind die Fans hier in München. Oh, Mats Hummels muss langsam aufpassen. Und jetzt kriegt er seine gelbe Karte. Mats Hummels kriegt seine gelbe Karte. So, jetzt. Wann wechselt Bayern wieder aus? Die haben noch 2 Spieler, können sie noch wechseln. Mal gucken, wer jetzt reinkommt bald. Gladbach will wieder Druck machen. Gladbach Druck macht Druck. Oh, und schon abgefangen. Thomas Müller geht wieder. Er weiß, Götze und
Lewandowski steht in der Mitte und Lewandowski geht wieder steil. Kam aber zu spät. So, Leute. Aber jetzt denke ich, Leute, werden wir mal einen Spieler wechseln. Götze machen wir mal wieder raus, oder? Machen wir sozusagen. Dass nichts passiert, Leute, tun wir jetzt Kimmich jetzt rein. Dann machen wir dann sozusagen ihn. Machen wir Lahm geht in die Mitte, die ich sage, Leute. Geht Lahm ins Zentrum mit Boateng. Ist halt kein starker Kopfballspieler. Lahm, aber dafür ist halt Boateng eine gute Spieler in Abseits, das war wichtig für den FCB. Sonst wäre das Spiel hier richtig spannend noch gewesen. Philipp Lahm, er wird auch nicht mehr lange spielen beim FCB, denke ich mir. Dann macht er wahrscheinlich sozusagen Karriereende. Man merkt, er wird bald die Karriere. Schade. Bayern macht jetzt ein bisschen klein. Die wollen das Spiel ein bisschen so souverän spielen, glaube ich. Immer den besseren Spieler nehmen. Alter, was ist mit dem Norweger los, Leute? Alter, der Norweger lauft die durch die Abwehr wie. Alter, der ist so. Das ist gut. Mit dem trainieren, Alter, der läuft enger Raum und er kann das Tor machen, Leute. Er kann das Tor machen und das ist echt nicht normal. Echt nicht normal, Alter, Leute. Und jetzt ist das Spiel eigentlich schon entschieden. 3-0. Bayern kann sich jetzt ausschnaufen. Die haben jetzt ein paar Spieler rausgenommen. Und das heißt jetzt, Gladbach kann sich jetzt auf die nationalen Meisterschaft vorbereiten. Und für die internationale DFB-Pokal sind sie durch dieses heftige Niederlage raus, Leute. War aber fast klar, dass Gladbach heute müssen die echt Glück haben, dass sie gewonnen hätten gegen Bayern. Weil Bayern hat zurzeit eine Siegesserie, die ist echt nicht normal. So, wieder ruhig spielen. So, Bayern macht nur wieder ein bisschen. Die haben noch eine gute Viertelstunde noch Zeit plus. Noch vielleicht 3 Minuten nachspielt und Sané kommt jetzt alles. Macht Sané jetzt endlich mal ein Tor. Alter, was ist denn das für ein Superstar, Leute? Dieser Superstar, der Norweger, ist ja mega, Alter. Da ist ja mega Star, da ist ein mega Star, Leute. Alter Schwede, der macht Tore wie ein Fließband langsam. Alter, der ist echt, denn es war jetzt echt gut, dass wir den gekauft, ausgeliehen haben, Leute. Weil mit diesem Spieler können wir echt 4-0, Leute. 4-0 führen wir heute, Alter. Was ist denn heute mit dem FCB los? Die dominieren die Meisterschaft heute. Die dominieren nicht die. So, wieder ruhig weiterspielen. Und Philipp Lahm baut wieder von hinten auf Thomas Müller. Thomas Müller hat heute noch nicht so durchgestochen wie er sonst, aber er kämpft fürs Team. Er kämpft für das Team. Er läuft die meisten Kilometer meistens. Sané. Boateng will jetzt mal wieder bin nach vorne. Alter, was ist mit dem Norweger los? Alter Schwede.
Der Norweger, der räumt hier das Team des FCB, zeigt wirklich. Ah, nun. Thomas Müller kommt zurzeit einfach noch nicht so ins Team rein. Oh, schade. Extrem schade für den FCB. Aber hier sieht es gut aus für den FCB. Ruhig weiterspielen. Immer weiterspielen. Aufbauen, aufbauen. Ah. Aber unser Manuel Neuer, der halt jeden Ball zurzeit. Und Sané, oh, Sané ist fit und er läuft wieder, er sprintet wie ein Weltmann. Mal gucken, wer jetzt wieder in die Mitte geht. Lewandowski geht nämlich, Sanchez geht in die Mitte. So. Alle, der Norweger ist wieder da. Alter, was ist mit dem Norweger los? Der hat eine enge Ballführung. Die ist nicht normal, Leute. Okay, er könnte ein bisschen mehr Sprint, noch schneller sein, Leute. Aber muss er ja gar nicht. Er ist ja so gut im engen Raum, Leute. Und jetzt kann Gladbach noch einen Einschub treffen. Alter, was war, man hier? Alter, aber die Gladbacher sind wieder verflucht. Die meckern wieder. Leute, spielt doch einfach weiter. Ihr habt halt gut gespielt, aber Bayern war heute einfach die bessere Mannschaft. Und er will noch ein Tor mehr schießen, alle. Der Norweger ist langsam echt unheimlich für die FCB. So, Bayern und ein souveräner 4:0 Erfolg gegen die Gladbacher. Und fast unerde, der Spieler des Tages, Leute. Er ist einfach nicht normal, der Typ. Wird er bald, der ist echt nicht schlecht, der Norweger, finde ich. So, Leute. Ja. Alter, das ist so abnormal gut, Leute. Und Mainz hat gewonnen, klar. Und Augsburg hat leider verloren. So, wir spielen gegen Schalke. Mainz spielt gegen Ingolstadt. Okay. Dortmund wird wahrscheinlich im Finale. Wenn es gut läuft und beide, kann Bayern und Dortmund das Finale überstehen, Leute. Ja? Und er ist verletzt, Leute. Er ist verletzt, Leute. Wahrscheinlich für länger, oder? So, dann gucken wir mal Costa, dann tun wir ihn reinnehmen und dafür tun wir mal rein. Dafür nehmen wir sozusagen ihn, Diego, gut, passt. Wenn er dann wieder fremd ist, wird er dann wieder anders sein, Leute. Ja. So, jetzt können wir Turnierpreisgeld haben wir da gewonnen. Den werde ich mal einen Vertrag verlängern, Leute. Ihn. So, ihn natürlich auch, weil wir brauchen ja noch einen guten Spieler und wir können ja mal alle einen neuen Vertrag anbieten und dann gucken wir einfach, wie die Spieler sind. Okay, machen wir so. Dann können wir einfach mal schauen, ob einer ist. Oh, eine Nachricht. So, Leute, aber ich denke, Leute, das nächste Spiel spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Game wieder. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.